Guten Abend, Frau Schröder. Guten Abend, Frau von Stein. Echo 5, Kunst im Widerhall, die fünfte Ausstellung in der Reihe, wird eröffnet und ist am 21. August zugänglich für Besucherinnen und Besucher. Sie beiden stellen aus. Und da ist immer gleich die erste Frage, die wichtigste Frage. Ja, was können Besucherinnen und Besucher erwarten, wenn sie in ihre Ausstellung gehen? Vielleicht Frau von Stein? Ja, bezogen auf meine künstlerischen Arbeiten erwartet die Besucher und Besucherinnen Fotoprints und auch zwei Videoarbeiten. Hier wird eher das visuelle und auch auditive Echo sichtbar gemacht und man kann entdecken Lichtspiegelungen als auch den Rhythmus, immer wiederkehrende Rhythmen von Wellen. Und Frau Schröder, wie würden Sie es beschreiben, was die Besucherinnen und Besucher erwartet? Ja, ich werde eine Auswahl von Zeichnungen zeigen, die 2021 entstanden sind und zu einem Projekt gehören zum Thema Grenze oder Übergang, Linie oder Fläche, indem ich mich mit dem Thema Grenze am Beispiel unserer Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein beschäftigt habe, eher auf spielerisch experimentelle Weise. Ja, also was sehr Konkretes in Mecklenburg-Vorpommern und die Grenzen. Aber da hätte ich ja schon gleich die nächste Frage. Sie haben in Ihrem Statement von Grenzen, von Linien und Flächen und von Übergängen gesprochen. Ist das auch eine Aufforderung oder ein Appell an die Besucherinnen und Besucher, sich mit der Veränderung von Grenzen oder vielleicht dem Wegfall von Grenzen zu beschäftigen? Kann man das so verstehen? Also es ist beides. Es ist tatsächlich eine ganz persönlich spielerische Auseinandersetzung, indem ich wirklich also dieser Grenze nachgegangen bin und mich mit der Frage beschäftigt habe, was ist es eigentlich, wenn ich eine Linie auf der Karte habe und dann aber in die Natur gehe und mir das vor Ort angucke, was habe ich da eigentlich? Daraus ist auch noch eine fotografische Installation entstanden, die zu dem Projekt gehört, die ich hier aber nicht zeige. Und dann ist es jetzt direkt auf Ihre Frage und den Appell bezogen, natürlich schon so, dass es auch die Ebene gibt, die mich interessiert, wie ist denn unser Umgang mit Grenzen? Also wie nehmen wir Grenzen wahr? Und in dem Sinne, ja, kann man die Arbeiten durchaus als einen Appell verstehen, sich der vielleicht Verschiebbarkeit oder Beweglichkeit oder Übergehbarkeit von Grenzen bewusst zu sein, also sich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Grenzen eben nicht nur fest und starr sein müssen, sondern vielleicht auch immer das sind, was wir Menschen daraus machen. Und in dem Sinne beweglich und voller Übergänge. So. Ja, die Ausstellungsreihe heißt Echo, Kunst im Widerhall. Und es sind immer zwei Künstlerinnen oder Künstler, die ausstellen und die nehmen Bezug aufeinander. Wie würden Sie sagen, wie wirken Ihre beiden unterschiedlichen Werke und vor allen Dingen unterschiedlichen Medien. Wie wirken die zueinander, aufeinander, miteinander? Vielleicht Frau vom Stein, wenn Sie dazu. Ja, genau. Es ist ja in einer Ausschreibung gewesen, wo man sich als Künstler bewerben konnte. Und es gibt die Kuratorin Susanne Gabler. Und die hat im Prinzip aufgrund der eingereichten Arbeiten dann auch die Künstler, die zusammen gut zusammenpassen, ausgesucht. Und insofern sind wir über Susanne Gabler sozusagen zusammengebracht worden. Und ja, ich denke, bei unseren beiden Arbeiten ist so ein gemeinsamer Nenner eben die Linie, die jetzt hier als Darstellung scheinbar in den Vordergrund trifft, hat aber natürlich alles immer mehrere Ebenen. Und
Ja, und ich denke, so wie das in dem Raum dann sein wird, auch gerade in Bezug auf die unterschiedlichen Arbeitstechniken her, ist es eine sehr spannende Zusammenstellung. Aus Ihrer Sicht, Frau Schröder, wie sehen Sie die Kombination Ihrer beiden Exponate oder Ihrer beiden Werke? Also, ich freue mich total über diese Zusammenstellung und es ging mir von Anfang an so, dass ich mich von den Arbeiten von Iris auch sehr angesprochen gefühlt habe und mich über diese Kombination, also ich finde, dass die Kombination gut zusammengeht, weil beiden Arbeiten auch, das hat Susanne Gabler auch in ihrer Pressemitteilung nochmal ganz schön geschrieben, so eine Feinheit in den Linien und im Umgang auch zugrunde liegt. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass beiden Arbeiten eigentlich so eine Reduktion oder so ein Heranzoomen an ein bestimmtes Detail zugrunde liegt. Und aus dem heraus beginnt dann der Arbeitsprozess. Das ist bei mir ist es dann so, dass die Zeichnungen eigentlich das Ergebnis dieses Prozesses zeigen. Und bei Iris Arbeiten ist es so, dass die Arbeiten eigentlich diesen Prozess selbst nochmal wiedergeben. Also in dem Fall das Echo oder die Resonanz. Ja, Ja. das sind nochmal Sie haben eigentlich nochmal die beiden Schlüssel oder überhaupt den Schlüsselbegriff Echo genannt. Und bei der Arbeit von Frau Stein, da sehe ich natürlich, also Sie nehmen ja explizit auch Bezug auf die Nymphe Echo, ja, aus der griechischen Sage. Und die war eben dazu verflucht oder verdammt, ob des Fluches, dass sie nur exakt das wiedergeben konnte, was sie gehört hat. Und bei ihrem Werk, wenn ich die Wellen sehe, die verändern sich immer wieder. Also Echo einerseits, aber es ist doch dann eher eine ungefähre Wiedergabe des Vorhergesehenen. Also es unterliegt doch immer einer Veränderung. Ist das eine beabsichtigte Interpretation, wenn ich richtig liege? Ja, also es ist natürlich immer eine leichte Veränderung in der Wellenform da, das stimmt. Trotzdem ist es in der Bewegung ja schon ein wiederkehrender Rhythmus, der auch was Ähnliches hat. Und so verstehe ich das Echo eigentlich auch. Und dann war es jetzt von der ganzen Herangehensweise eigentlich so, dass es die Ausschreibung gab und ich die Begrifflichkeiten Echo, Widerhall einfach in mir trug und dann zufällig auf das Wasserthema gekommen bin. Also ich sind jetzt keine Arbeiten, die jetzt länger schon da lagen und sie mir jetzt einfielen, dort einzureichen, sondern ich habe sie explizit dafür eigentlich erst erschaffen. Und dann im Nachhinein, also es geht bei mir oft so, dass es eben gefundene Bilder sind, die man dann im Detail dann nochmal auch auf eine Form verfremdet und man neue Bildwelten schafft, in die dann der Betrachter eben auch eintauchen kann und sich seine eigene Welt schafft oder sie dort findet. Und das ist eigentlich die Resonanz des Betrachters dann. In Bezug auf Echo aus der griechischen Mythologie ist eigentlich auch die Kombination mit Narzikus oder Narziss und der ja wiederum am Uferrand eines Flusses saß und sich als Spiegelbild dort gesehen hat und darauf hatte in dieser Begegnung kam dann Echo hinzu und hat dann eben immer seine letzten Worte wiederholt. Das ist das Echo. Aber in Bezug auf das Wasser geht es jetzt eher um das Spiegelbild, was nämlich durch die Wellenbewegung gar nicht stattfinden kann. Das ist eigentlich auch noch mal so die Idee dahinter. Also es kann sich in diesen Wellen keiner als Spiegelbild sehen, aber er kann natürlich eine innere Welt sehen, wenn er sich darauf einlässt. Oder ja, zur Ruhe kommen war für mich auch so ein Punkt, entschleunigen oder wie auch immer.
Das können so Reaktionen. Vielleicht kann man das übertragen sagen, wenn die Wellen aufhören und das Wasser ganz ruhig ist, dann kann man sich selber auch ganz sehen. Ja, genau. Vielleicht. Vielleicht. Genau, das ist aber dann als künstlerisches Werk, dann hätte ich mich jetzt ja dann selber fotografiert sozusagen. Ja, aber vielleicht verstellt zu viel Bewegung auch manchmal den Blick auf sich selbst. Ja, das ist auch eine gute Formulierung. Gut, aber wir wollen nicht zu sehr ins Philosophische gehen. Ich habe einfach noch mal die Frage, und Sie haben das schon angedeutet, woher Ihr Werk kommt und in welchem Zusammenhang das steht. Vielleicht Frau Schröder, Sie noch mal, wenn Sie sagen, wie sind Sie dazu gekommen und werden Sie weiter an diesem Thema arbeiten? Sind weitere Ausstellungen geplant? Werden Sie sich diesem Thema weiter widmen oder haben Sie damit mit der Ausstellung oder mit folgenden Ausstellungen, werden Sie sich anderen Sachen widmen? Also das Thema ist für mich grundsätzlich nicht abgeschlossen. Das Thema der Übergänge ganz allgemein ist eines, was sich in verschiedenen Arbeiten bei mir immer wieder findet. Da geht es zum Beispiel auch um Übergänge zwischen Zwei- und Dreidimensionalität. Oder von, ja, genau, also zwei, eben von der Fläche in den Raum. Aber jetzt bezogen auf diese Grenzthematik ist es schon ein Thema, was mich auch interessiert, weil ich, also einmal ganz grundsätzlich interessiert, dieser Umgang mit Grenzen und was ist das eigentlich? Wenn ich mir diese Linien auf der Karte angucke, ist es eben etwas sehr Abstraktes. Und es ist auch konstruiert. Manchmal steckt da auch so eine vermutete Willkürlichkeit drin, dass die Grenze nun genau hier und nicht da verläuft. Und mich beschäftigt dabei eben auch die Frage, was das dann in der Realität bedeutet, so eine Grenze. Und ich lebe hier 10 Kilometer von dieser Landesgrenze entfernt. Und es ist mir schon sehr bewusst, dass es mal, ohne dass ich jetzt so weit in die Historie gehen will oder so die Geschichte hervorkram, aber es ist mir doch irgendwie sehr bewusst, dass es mal noch gar nicht so lange her eine Zeit gab, da konnte man nicht weiter als 10 Kilometer in diese Richtung fahren. Also man konnte da einfach nicht übergehen. Und das beschäftigt mich schon. Und dann wird es noch ein Projekt jetzt geben, das auch nochmal sich damit weiter beschäftigt im Zusammenhang mit einem Ideenwettbewerb, den der Kunst- und Kulturrat Mecklenburg-Vorpommern ausgelobt hat, an dem ich dann auch teilnehme. Da wird es jetzt in Blatt Klein Ende des Monats eine Ausstellungseröffnung geben. Und da mache ich eine Arbeit, also das Thema dieses Ideenwettbewerbs Kunst in Zeiten von Corona. Und da mache ich eine Arbeit, die im Grunde genommen an dieses Grenzprojekt und an dieses Übergangsthema auch nochmal anknüpft. Ja, vielen Dank. Und dann kann ich für Ihre zukünftige Arbeit nur schon mal jetzt schon alles Gute wünschen. Aber Frau von Stein, Sie haben gesagt, dass Sie sich dem Thema Wasser widmen wollten und damit angefangen sind. Können wir da noch von Ihnen mehr zu dem Thema Wasser erwarten, sehen, hören, vielleicht mit anderen Medien? Werden Sie dranbleiben? Ja, genau. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass ich beim Thema Wasser noch eine Weile bleibe und da noch tiefer eintauche, im wahrsten Sinne des Wortes. Und genau, das war jetzt eher so ein Arbeitsbeginn und grundsätzlich arbeite ich gerne in Serien und dann auch über einen längeren Zeitraum, dass man daraus dann immer noch mal neue Blickwinkel findet. Genau. Ja, wenn ich das mal abschließend sagen darf, Sie haben beide Themen angerissen und bearbeitet, die leider auch von hoher politischer Aktualität sind, Grenzen. Wir sehen alle, was los ist in der Welt. Noch nie gab es so viele Flüchtlinge, die Grenzen überschreiten müssen und die
es schwer machen, Grenzen zu überwinden, die politischen Situationen. Und wenn es ums Wasser geht, dazu muss ich, glaube ich, nicht ganz viel sagen. Nee, genau. Also ich finde, das ist alles sehr, sehr ja, wichtig, dass man auch Menschen dazu anregt, darüber nachzudenken. Und ihre Arbeiten sind ein kleiner Mosaikstein in der großen aktuellen Diskussion. Und deswegen kann ich Ihnen nur für die Ausstellung viel Glück, viel Erfolg und eine gute weitere Arbeit wünschen. Vielen Dank für das Interview und viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit. Ja. Ja. Vielen Dank auch für das Interview. Ja. Ja, ich bedanke mich auch für das Interview und wir sehen bis dahin. Uns. Vielen Dank. Ja. Please hang up and try again. Please hang up and try again.